Moin Moin und herzlich willkommen bei Going Medieval. Wir sehen hier unseren lustigen Barden. Oder der noch seinen Rollendienst macht und die Vorführung. Also scheinbar ist das auch sinnvoll. Es geht ja hier um die Stunden. Wir können ihn befördern. Er mag weder nah noch fern Kampf. Mir egal, musst du machen im Angriff. So, wo haben wir denn? Oder? Dann braucht er eben nicht mehr jagen, ne? Ist ja nur fair. Wenn er mit seiner Klampfe rumläuft. So, und eigentlich wollte ich jetzt schon ein bisschen schneller machen. Denn am nächsten Tag geht es darum, dass wir mal das Lager wieder ein bisschen leer bekommen. Man sieht es ja hier wieder ohne Ende voll. Und vor allem mit Rohmaterialien. 11.200. Schön, wie das jetzt runter tickt. Warum tickt das eigentlich runter? Verstehe ich nicht. Warte mal. Nö, die sollen alle nur mal essen. Daher kein Problem. So, er ist bald wieder da. Wir werden aber dann wirklich jemanden losschicken, der Gerste, Runkelrübe, Äpfel und Fleisch verkauft. Na, ich will hier nicht mal irgendwie was von den Nachbarn. Geht eher darum, dass wir das Lager leer bekommen. Es ist 23 Uhr, macht mal hin. Dass die aber auch immer so lange brauchen, ne? So, was mir eingefallen ist, wir haben hier noch einen wunderschönen Spot. Da könnten wir mal was bauen. Denn wir haben hier ja das Haus gebaut. Und ja, die drei Holz sind immer noch ästhetisch. Mann. Ich hoffe, man merkt mir nicht an, dass die Stimme leicht belegt ist. Schrecklich heutzutage. So, na, wir könnten ja hier mal noch irgendwas mit hinbauen. Ist nur die Frage, was? Ach, gucke. Der erste ist schon wach. Nee, wir könnten wirklich was bauen. Dreckstein. Ah, das ist ja, ich sage es mal, ein doch schon größerer Bau, so, das ist verboten. Das ist ja ein größeres Haus für uns. So, Boden rein. Das gleich wieder verbieten. Er sagt verbieten. Ja.
Genau, macht man den Baum weg. So, ihr seid jetzt morgens um 8. Soweit alle schon, ja. Wach, fit und quietschfidel. Das heißt, wir könnten jemanden mal wie immer nach Wortkombi schicken. Redekunst, Redekunst 27, ja. Mit vier Kühen kommt er hin. Äpfel. Jo, sollte er mal machen. Na, da haben wir das schon mal weg. So, 1, 2, 3, 4. Und noch 4 Esel dazu. Es hat sich nicht zufällig jemand gemerkt, was wir da verkaufen wollten. Gerste. Nee, Runkelrüben wollten wir verkaufen, ne? Genau. Ja, das ist vielleicht best für viel. Na, so 400 sollten wir behalten. Rohes Fleisch wollten wir noch verkaufen. Wir brauchen ja noch einen Siedler. Ja, komm, wir schicken die Anna, die muss ein Bild skillen. Weg zu. Er müsste da auch nicht. Ja, es muss hier einen Zugang geschaffen werden dann. Dann, was ich ja mal wieder sagte. Hier einen Lagerplatz für Holz und ein Moment. Rohmaterial Holz. Alles entfernen. Die haben ja jetzt nicht wirklich Pigmente hingeräumt. Kalkstein. Weil wir haben ja Kalksteinwände und Holzwände. Das können dann mal bitte weg. Liegt aber auch nicht auf dem Platz. Verstehe ich nicht. Genau, wir nehmen es bei Willem. Wir haben keine freien Flächen. Deswegen haben die das da hingelegt. Ob ich das hier reinbekomme?
Wenn es da nicht hingeht, dann... kommt das hier hin. So, Münzen nicht. Papp, 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 papp. Hergestellt. Und... genau, Pigment. Da können sie das alles hinbringen. Und ja, gut ist. Genau, zack und schon geht's weg. So. Ja, ich weiß, wer so sagt, hat den ganzen Tag nach nichts gemacht. Ich kenne diesen Spruch. Sag mal, haben wir kein Holz mehr? Doch, aber keiner bringt's hin. Eigentlich können die das ja schon bauen. Die Tür kommt dann. Schön, dass Willem da ist, ne? Genau, die Tür kommt hier hin. Und das war keine Sekunde zu spät. Und die haben ja schon angefangen zu bauen, von daher, jo. Ach, guck mal, Gold haben wir ja kaum noch. Eisen inzwischen auch nicht mehr viel. Aber dafür Silber, hm? Ich meine, das wird ja alles, hier verarbeitet. Eisen und... mit viel Glück hier auch Eisen. Wer leidet jetzt von der Kälte? Kann ich eine Rolle geben? Nein. Ja, eigentlich hätte ich gerne auch noch einen Druide, aber ja, keiner machen. Ach, guck mal, hier verstecken sich. So. Ich meine, das ist schade, dass man hier auf der Karte nicht nach sich hin und her bewegen könnte. Na, man sieht ja, die eigentliche Karte ist das hier. Der Rest ist nur... ja. So. So, warte mal, warte mal. Funkerrüben machen wir dann einiges weniger. Ist natürlich jetzt das Schöne, dass ja, die Regale dann leer werden. Na, und nicht mehr so viel drin liegt. Und ja, ich weiß, hier oben die Johannisbeeren haben wir noch ohne Ende, aber theoretisch sind die für den Alkohol da. Und die Frage ist, ob so viel produziert wird. Eher derzeit nicht, oder? Das ist Met, Met. Nee, also könnten wir das auch verkaufen. Beim nächsten Mal geht Johannisbeer mit weg. Falls ich es vergesse, bitte einfach sagen.
Dann schreibt es in die Kommentare und gut ist. So, wie sieht es hier aus? Die Jungs sind schon gutes Stück vorangekommen. So, dass wir in der nächsten Folge, also morgen, den ganzen Kram verkaufen können. Und eventuell dann vielleicht David auch im Bett haben. Naja, aber hier an dem Haus ein bisschen weiter bauen können. Ja. Ansonsten für heute erstmal danke fürs Zuschauen. Sorry, wenn ich etwas komisch klinge. Das ist halt, ne? Ich kenne manchmal so Erkältung und so ein Kram, ne? Ja. Ja. Genau. Ja. Wenn man nicht weiß, was man sagen möchte. Ah ja. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.